Hi und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Momentan kommt relativ wenig von mir und das liegt daran, dass ich einen neuen Studiengang begonnen habe. Wie einige von euch vielleicht wissen, studiere ich jetzt das 5. Semester insgesamt und habe davor 4 Semester Physik und Chemie studiert. Der Studiengang heißt Materialwissenschaften und habe jetzt aber doch noch spät gewechselt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schreibt es mir in meine Kommentare unten. In meine Kommentare. Und zum Anlass, dass ich jetzt sozusagen wieder ein Ersti bin, dachte ich mir, ich mache euch mal ein Video, wie ihr den richtigen Studiengang wählen könnt. Weil ich habe es gerade bei meiner besten Freundin gemerkt, die macht gerade ihr Abitur nach und hat sich jetzt überlegt, was möchte ich überhaupt studieren. Und ich habe dann an meine eigene Zeit zurückgedacht, als ich mir das überlegt habe. Und als Schüler hat man einfach absolut keine Ahnung, wie Uni funktioniert und wie man sich den richtigen Studiengang raussucht. Und damit ihr nicht vor diesem Problem steht und ein bisschen Unterstützung bekommt, mache ich für euch dieses Video und wünsche euch viel Spaß. Punkt 1. Welche Schulfächer gefallen mir überhaupt? Die meisten von euch werden wahrscheinlich in der Schule sein oder gerade Abi machen, wenn ihr das anschaut. Und deshalb überlegt euch einfach, welche Schulfächer liegen mir, welche Schulfächer gefallen mir, weil die Präferenzen hat ja jeder Schüler. Manche lieben Mathe, manche sagen, oh mein Gott, Mathe. Und deshalb schaut einfach, wenn euch Chemie, Physik, Mathe gut liegt, werdet ihr wahrscheinlich eher in die naturwissenschaftliche Richtung gehen. Wenn ihr Sozialkunde und Wirtschaft und Recht besonders interessant findet, ist wahrscheinlich ein BWL, VWL-lastiger Studiengang das Richtige für euch, wie zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften. Wenn ihr sportbegeistert seid und die Anatomie des Körpers total interessant findet, also auch Bio vielleicht mögt, ist was wie Sportwissenschaften das Richtige für euch und so kann man immer weitermachen. Kunst, Musik sind dann eher die kreativen Studiengänge und die sozialwissenschaftlichen Studiengänge. Und wenn ihr Sprachen besonders toll findet, ist wahrscheinlich ein Germanistikstudium, Anglistikstudium oder Übersetzerstudium das Richtige für euch. Punkt 2 ist, schaut auf Uni-Websites. Geht einfach mal auf jede Uni-Website, die euch gerade einfällt und schaut das Studienangebot durch. Denn als Schüler hatte ich persönlich absolut keine Vorstellung, was es alles für Studiengänge gibt. Man hat eben die großen im Kopf, also BWL, Medizin, Psychologie, Maschinenbau, das sind so die typischen. Und alles andere hat man als Schüler nicht wirklich präsent und deswegen würde ich euch empfehlen, einfach irgendeine Uni nehmen, die vielleicht bei euch in der Nähe ist oder die euch gerade einfällt, zum Beispiel die LMU oder die Uni Augsburg oder Uni Erlangen, was euch eben einfällt und schaut einfach mal Studienangebot von A bis Z auf Bachelor durch. Dann bekommt ihr schon mal eher ein Gefühl dafür, was es alles gibt, was alles angeboten wird und es erweitert einfach euren Studiengang-Horizont schon mal um einiges und erleichtert euch vielleicht auch die Auswahl, weil ihr schon was seht, was ihr besonders interessant findet. Die Nummer 3, fasst die Studiengänge zusammen und schaut euch das Modulhandbuch an. Ihr werdet sicherlich irgendwas gesehen haben, was euch anspricht, irgendwelche bestimmten Studiengänge, aber im Endeffekt hat man noch nicht wirklich Ahnung, was dieser Studiengang eigentlich von einem möchte. Also ungefähr schon, aber nicht wirklich. Deswegen gebt den Studiengang ein und das Modulhandbuch dazu und eventuell die Uni, die ihr schon im Kopf habt, an der ihr eventuell studieren möchtet und schaut euch das Modulhandbuch an. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, aber scrollt einfach durch, arbeitet euch ein bisschen rein und es stehen dann in den meisten Modulhandbüchern schon die Vorlesungen drin, die dazugehören. Und die Vorlesung sagt schon mal einiges darüber aus, was in diesem Studiengang gefragt wird. Zum Beispiel mein Studiengang, den ich studiert habe, Materialwissenschaften. Ich dachte, der wäre sehr chemielastig, ganz wenig Physik am Rande, viel Mathe. Und im Endeffekt hat sich aber herausgestellt, ups, das ist ein Physikgrundstudium mit ein bisschen Chemie dran. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, wenn ich mich in dieses Modulhandbuch eingearbeitet hätte, hätte ich diesen Studiengang wahrscheinlich nicht gewählt. Deswegen googelt Modulhandbuch plus Studiengang plus Uni und lest euch da einfach mal rein. Das wird euch sehr viel Aufschluss darüber geben, was der Studiengang tatsächlich fordert. Wenn ihr dann schon so weit seid, dass ihr tatsächlich sagt, dass Studienfach mit diesem Modulhandbuch gefällt mir tatsächlich gut, dann checkt eure Berufschancen. Checkt, wo könnte ich damit arbeiten, in welchen Berufsfeldern könnte ich damit arbeiten, ist das ein Beruf, den ich mir vorstellen könnte? Und dann geht noch die wichtigen Fragen durch. Wie wichtig sind euch Arbeitszeiten,
Angestelltenverhältnis oder selbstständig zu arbeiten? Wie wichtig ist euch das Gehalt, das ihr bekommt? Ich meine, natürlich strebt man immer schon an, das höchste mögliche Gehalt zu bekommen. Aber wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt bildende Künste studieren und mir gefällt es so gut und ich will unbedingt Künstler werden, dann müsst ihr euch auch im Vorhinein klar sein, was das dann später bedeutet. Ihr werdet wahrscheinlich selbstständig arbeiten, ihr werdet wahrscheinlich, das ist natürlich immer anders, aber ihr habt eine 50-50 Chance, ob ihr erfolgreich seid oder nicht als Künstler. Oder als Architekt, du hast immer so eine 50-50 Chance und wägt es einfach ab, ist es mir wert, dieses Studium zu studieren und danach eben nicht hundertprozentig safe in den Job reinzurutschen, müsst ihr wissen. Das ist natürlich einfach Entscheidungssache. Ich studiere jetzt gerade Germanistik mit VWL, also wieder ein Kombinationsstudiengang, zwei Fächerstudiengang. Und meine Berufsfelder sind danach natürlich ganz klassisch für Germanistik, zum Beispiel das Literaturwesen. Ich könnte aber auch durch mein VWL, also Volkswirtschaft, falls es irgendjemand nicht weiß, noch einen Master in VWL drauf machen und könnte dann eher in die ökonomische Richtung gehen und eher in die Unternehmensberatung zum Beispiel. Weil als Germanist kann ich gut mit Sprache, sollte ich gut mit Sprache umgehen können und mich gut ausdrücken. Und alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ist dann eben so mein Steckenpferd, aber eben in ökonomischer Hinsicht. Und da muss man sich einfach drüber Gedanken machen, welche Berufe man danach damit ausüben könnte. Jetzt sind wir beim fünften und letzten Schritt, und zwar dem Bewerben. Entscheidet euch, möchte ich auf eine FH, möchte ich auf eine Uni, auf welche Uni möchte ich? Möchte ich auf eine Uni bei mir nah dran, einfach weil ich gern daheim bin und weil ich meine Heimatstadt unglaublich gern habe? Oder will ich was ganz Neues ausprobieren? Will ich ins Ausland gehen? Will ich in eine ganz andere Stadt? Das steht euch alles frei, wenn ihr Student seid. Ihr habt dann erstmal ihr habt keine örtliche Verpflichtung mehr. Ihr könnt hin, wo ihr möchtet und seid da wirklich flexibel in euren Gedanken und geht dahin, wo ihr wirklich Lust drauf habt. Bei der FH ist es so, auf der FH werden, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das tendiert auch dazu, auf welche FH man sich bewirbt, aber Fachhochschule nehmen vorzugsweise Abgänger von FOS und BOS. Kann ja sein, dass ihr das auch gerade macht. Also da habt ihr höhere Chancen, dass ihr genommen werdet. An der Uni werden vorzugsweise Abiturienten genommen und ihr könnt dort nicht studieren, wenn ihr nur ein Fachabitur habt. Deswegen schaut euch um, was gibt es in eurer Nähe. Eigentlich gibt es in jeder größeren Stadt eine Fachhochschule und checkt dann, ist das dabei, was ich machen möchte. Oder ihr wisst schon genau, was ihr studieren wollt und schaut, welche Uni in Deutschland bietet es überhaupt an oder im Ausland. Und dann bleibt euch echt nur noch, schreibt eine Bewerbung hin in den Bewerbungszeiträumen, die sind fest abgesteckt. Also informiert euch da, wann der Bewerbungszeitraum für eure Uni ist oder FH. Und dann bewerbt euch und wartet auf eine Zulassung. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, bewerbt euch an vielen Unis, weil es ist tatsächlich so, dass wenn ihr jetzt nicht den grandiosen Schnitt von 1,3 oder sowas habt, es nicht so einfach ist und viele Unis euch absagen werden. Es ist so, ihr werdet, wenn ihr, wie gesagt, keinen grandiosen Schnitt habt oder euch für einen zulassungsfreien Studiengang bewerbt, Absagen bekommen. Das ist ganz normal, das ist kein Rückschlag, aber deswegen empfehle ich euch, wenn ihr nicht danach ein Jahr sitzen wollt und nichts tun möchtet, dass ihr euch an mindestens 3 Universitäten bewerbt, auf jeweils mindestens einen Studiengang, der euch gefällt, am besten noch mehrere. Weil bei mir war es eben so, ich hatte mich eingeschossen auf einen Studiengang an der LMU in München und habe den dann nicht bekommen und musste dann plötzlich mir was anderes suchen, weil die Absage erst 2 Wochen vor Studienbeginn kam und dann steht man halt dumm da. Deswegen sucht euch ein paar Studiengänge aus, bewerbt euch an ein paar Unis und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich, was ich euch heute erzählt habe. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet beim nächsten Video wieder ein und abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Ciao.